1988 wurde die damalige Army-Klinik im Schachen eröffnet. Nur zwei Jahre später war das Geburtsjahr der Hirslanden-Gruppe. Die Hirslanden-Klinik Aarau kombiniert seit Beginn erstklassige medizinische Leistungen mit einer persönlichen Betreuung und einem ausgezeichneten Hotelservice. Hierfür ist das Belegarztsystem ideal. Derselbe ausgewiesene Facharzt betreut den Patienten vom ersten Kontakt in der Praxis, während der Operation bis hin zur Nachsorgeuntersuchung. Viele Mitbewerber haben sich an den neuen Ideen orientiert. Dieser Wettbewerb im Gesundheitswesen hat sich auf die Qualität, Innovation und Effizienz positiv ausgewirkt und die Gesundheitsversorgung der Aargauer Bevölkerung verbessert. Jasmin Schneider arbeitet seit der Eröffnung in der Hirslanden-Klinik Aarau. Die diplomierte Physiotherapeutin gewährt uns einen persönlichen Einblick in ihre beruflichen und persönlichen Meilensteine. Ich bin angefragt worden, als ich in Bern war, ob ich die Leitung übernehmen würde, Aarau in der Physiotherapie, und hatte dann das Gefühl, ja, ich bin mega jung, also 25, 24. Und musste dann sagen, ja, diese Chance habe ich nie mehr, in eine neue Klinik zu gehen und dürfen alles aufbauen und noch aussuchen und mit den Ärzten zusammenarbeiten. Und das ist wirklich eine fantastische Zeit gewesen, so. Ich glaube, all die 30 Jahre, die sie jetzt sind, haben mich sehr geprägt. All die Entscheidungen, die ich treffen durfte, all die Leute, die ich kennenlernen durfte, Patienten als auch Mitarbeiter, als auch Kunden, die bei uns trainieren. Ich durfte so viel begleiten, zum Teil sind die Kunden bei uns seit 20 Jahren oder seit 22 Jahren haben wir das Trainingscenter, wo ich wirklich mit ihnen durch das Trainingsleben gehen. Das ist sehr schön. Die Erfahrung als Führungskraft im Kader dürfen sein, mit Entscheidungen treffen für die Klinik. Nachher als Stellvertretung auch wissen, oder jetzt auch wissen, dass nach wie vor meine Meinung gefragt ist. Nach wie vor dürfen Leute führen und fördern und gleich wieder als mehr als Physiotherapeutin am Patienten sein. Das sind die Sachen, die mich eigentlich alle rundum geprägt haben. Also tagtäglich habe ich das Gefühl, ist einfach, ja, ist ein Moment, der einen prägen und wo einem Freude machen und wo einem immer weiter schauen. Unser ganz besonderer Dank gilt all den Mitarbeitenden und Ärzten, die sich vor und hinter den Kulissen täglich für das Wohl unserer Patienten einsetzen. Heute und in Zukunft.